Hallo, im letzten Jahr habe ich mir verschiedene Erdbeersorten geholt, die mir gefallen haben, und ich wollte sie beobachten und entscheiden, welche Sorte ich bevorzuge. Das ist nun geschehen. Ich habe mir ausgesucht die Sorten Bella Rosa, Ostara, Mara de Bois und Mieze Schindler. Die waren mir am schönsten. Ich habe ausgewählt aus einem sehr reichhaltigen, großen Erdbeerprogramm. So, nun zu den Ergebnissen der Beobachtung. Gehen wir erstmal zu der Sorte Bella Rosa rüber. Da habe ich mir sogar zwei Töpfchen angeschafft, weil die wirklich so bezaubernd sind mit ihren rosa Blüten. Fruchtend von Juli bis August. Aber der Schwerpunkt dieser Erdbeere Bella Rosa ist definitiv auf die Blütenpracht gerichtet. Hier kommen wir zu einer Pflanze, die ist doppelt wichtig. Das ist die Erdbeere Ostara mit ihren mittelgroßen bis großen Früchten. Sie ist eine Monatserdbeere, das heißt, dass sie also nicht nur einen Monat, sondern dass sie über mehrere Monate wächst. Zwar von Juli bis in den Oktober hinein, aber sie ist auch sehr wichtig für die Bestäubung der nachfolgenden Erdbeersorte Mieze Schindler, die sich ungefähr in der Blütezeit decken und wirklich unabkömmlich dafür ist, für den Erfolg. Also, Ostara bleibt im Programm und wir kommen zur Mieze Schindler. Das ist meine Favoritin. Ein sächsischer Züchter, Erdbeerzüchter Otto Schindler hat diese Erdbeere nach seiner Frau benannt. Eine sehr vitale Erdbeere mit großen Ausläufern. Angeblich, hier sieht man zurückliegende Nüsschen, also diese Kerne sind etwas sehen aus wie eingedrückt. Angeblich soll Mieze Schindler anfällig sein, habe ich noch nicht bemerkt. Hier die letzte Sorte Mara de Bois, die Erdbeere Mara de Bois wird als Gourmet- und Luxus-Erdbeere gehandelt für Restaurants und so weiter. Ich kann bestätigen, dass sie sehr aromatisch und duftend, wohlduftend ist. Sie ist nicht gerade sehr vital in der Ausläuferbildung, sondern steckt also ihre Kraft in die Früchte hinein, die von Juni bis Oktober reifen, wobei dann der Schwerpunkt doch in dem ersten Drittel, erster Hälfte der Wachstumszeit ist, aber ein ganzer Sommer voller Erdbeeren garantiert. Also Mara de Bois, eine verbesserte Walderdbeere, bleibt im Programm. Hier eine Erdbeerstation, der Hintergrund ist dieser. Eine Mieze Schindler als Glucke gibt immer mehr Ableger im Laufe des Frühsommers. Hier noch mehr und noch mehr und irgendwann werden dann auch die Ausläufer dann von den Töpfchen abgetrennt. Es wird immer nur der erste Ausläufer genommen und jetzt werde ich mal ernten und die abschneiden. Also das heißt, die Ausläufer werden Töpfchen versenkt. Die zweiten, also die Folgeausläufer, werden ignoriert. Und hier schneide ich die Töpfchen ab und werde sie später dann in dieses Hochbeet, in dieses spezielle Erdbeerhochbeet, dann eingraben. Man sieht, ich habe reiche Ernte. Jetzt ein Zeitsprung. Die Pflanzen sind schon eingegraben. Darüber brauche ich jetzt nicht ein extra Video zeigen. Hier sieht man rechts die Mutterpflanze. Die ersten drei sind Fragezeichen, ob es wirklich Mieze Schindler sind, aber die anderen sind typisch mit den sehr sägezahnen Blättern, mit den großen
großen Blättern, sehr vital und sind sofort angewachsen. Hier das kleinste Pflänzchen von allen. Sehr schön angewachsen. Ich habe zwischen den Pflanzen dann, weil ich das sowieso liebe, diesen kleinen Weinberg-Zwiebelchen gesät. Die wachsen auch schon fein. Und auch für den Winter schon, beziehungsweise also für den Bodendecker, dann die selbstgedroschenen Feldsalat-Samen gepflanzt. Da sieht man schon die kleinen Pflänzchen rauskommen. Also das kann alles üppig voll wachsen. Und hier dann im hinteren Bereich, immer zwischen den Pflanzen, dann noch die Luftzwiebeln. Die sind unverzichtbar und bieten mit den Erdbeeren eine gute Nachbarschaft. Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn, Erdbeeren und Zwiebeln, absolut gute Nachbarn. Im Rohr übrigens darüber. No-Name Erdbeersorte, aber nicht minder lecker. Einige Tomaten und was weiß ich, alles noch eingepflanzt. Immer was zum Naschen. Zum Gucken. Einfach interessant. Die esse ich aber jetzt nicht. Da sind Asseln dran und haben schon was weggeknabbert. Aber ich habe schon einen Spezialisten, der sich dafür interessiert. Das ist die Schildkröte. Wo ist sie denn hin? Die kann nicht weit sein. Die zieht immer ihre Runden. Komm mal her, da ist sie ja schon. So. Ein dankbarer Abnehmer. Auch für zum Teil angematschte oder ein bisschen schadhafte Erdbeeren. Beschwert sich nicht. Da gibt es keine EU-Verordnung für Erdbeeren. Hier in der Mitte noch verschiedene andere Pflanzen, Rosmarin und aromatischer Kälberkopf gesät. Das ist nicht nur Erdbeere, sondern einfach hier so Anzugstation. Da ist immer was los. Während die Schildkröte noch heroisch mit dem letzten Rest der Erdbeere kämpft, darf ich mich schon mal für das Interesse bedanken. Ich werde weiter berichten über Erdbeeren, Sortenwahl, über Zwiebeln, Luftzwiebeln oder Weinbergzwiebeln, über Quinoa, Amaranth, über den Freilandanbau von Auberginen und so weiter. Bleibt am Ball, gebt mir ein Däumchen hoch, wenn es gefallen hat und bis bald. Tschüss.